Sie sind hier 1. Dezember 2018, 16:01 Uhr. Von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Tim Herzbruch. Er startete mit Deutschland mit einem Erfolg in die Hockey-WM. Urheberrecht Getty Images. Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft startet mit einem Erfolg in die Weltmeisterschaft. Der Rekordgewinner setzt sich knapp gegen Pakistan durch. Mit Geduld und einem Geistesblitz von Marco Milchow das Pflichtprogramm erfüllt. Die deutschen Hockeymänner sind mit einem 1:0 Sieg gegen Pakistan in die WM in Indien gestartet. Das Team von Bundestrainer Stefan Kermaß zeigte gegen den Rekordweltmeister, der nicht mehr zur absoluten Weltspitze gehört, eine konzentrierte Leistung, wird sich im Turnierverlauf aber steigern müssen. Dem hochveranlagten deutschen Angriff fehlte im ersten Durchgang noch die Durchschlagskraft gegen den tiefstehenden Gegner. Kurz nach dem Wechsel brach Milchow den Bann, 36. mit seinem Treffer aus kurzer Distanz nach schneller Kombination über Tobias Hauke und Niklas Wenn. Nun warten die Niederlande. Das deutsche Team ordnet sich in der Gruppe D hinter der Niederlande auf Rang 2 ein. Der Erzrivale, am Mittwoch 12:30 Uhr, nächster Gegner, erteilte Außenseiter Malaysia zum Auftakt beim 7:0, 3:0 eine Lehrstunde. Auf die Asiaten treffen Kapitän Martin Henner und Co. zum Abschluss der Gruppenphase am 9. Dezember, wir wollen Weltmeister werden, lautete die selbstbewusste Ansage der Auswahl des Deutschen Hockeybundes, DHB, vor dem Turnierbeginn. Ein Kunststück, was erst zweimal gelang, in den Jahren 2002 und 2006. Kermaß erster Fokus liegt bei der Titeljagd auf der Defensive, dann soll es nach Ballgewinnen schnell nach vorne gehen. Diesen Matchplan beherzigte sein Team im ersten Viertel gegen Pakistan und ließ in der Verteidigung kaum etwas zu. Der athletische deutsche Sturm wurde auf der Gegenseite direkt gefährlich. Benedikt Fürk Dritter und Milchow Sechster probierten es per Stecher, noch ohne Glück. Fuchs und Wellen vergeben Chancen. Pakistan zog sich phasenweise sehr tief zurück und verteidigte engmaschig. Die deutsche Mannschaft war darauf vorbereitet und nutzte auch lange Bälle, um in den Schusskreis zu kommen. Florian Fuchs, 19. und der schnelle Wellen, 26. kamen zum Abschluss. Bis zur Pause fehlte aber die ganz große Durchschlagskraft. Mit dem Seitenwechsel schalteten die Bronzemedaillengewinner von Rio de Janeiro 2016 einen Gang hoch. Auch nach dem verdienten Führungstreffer drängte Deutschland weiter, musste aber wachsam bleiben, nicht den Lucky Punch des lange harmlosen Gegners zu kassieren. Im Schlussviertel agierte Pakistan mutiger, gefährdete das Tor von Tobias Walter aber letztlich kaum und die ersten 3 Punkte waren unter Dach und Fach. Von Sportinformationsdienst.